Ciao zu Vegan Kochen mit Timo hier bei Lidl. Ihr habt Bock auf leckeres italienisches Essen? Dann habe ich hier diese Pizza Napoletana für euch. Wir legen los und starten mit dem Teig. Da brauchen wir Wasser, Hefe und ein klein bisschen Zucker. Alles miteinander verrühren. Dann decken wir es zu und dann darf die Hefe 10 Minuten ruhen. Dann brauchen wir Mehl, 1 Teelöffel Salz, Olivenöl, Teig mit den Knethaken verkneten. Der Teig ist ready für eine Stunde Powernap. Alternativ könnt ihr den Teig auch über Nacht in einem geschlossenen Gefäß im Kühlschrank gehen lassen. Dann allerdings eine Stunde vor dem Backen aus dem Kühlschrank nehmen. Der Vorteil ist, umso länger der Teig geht, umso besser wird er und umso verträglicher. Für die Pomodori-Pizzasoße brauchen wir Basilikum, den zupfe ich für eine Stielen, Knoblauch fein hacken, Zwiebel fein würfeln, Zwiebeln und Knoblauch in ein hohes Gefäß geben, Tomatensoße dazugeben. Dann brauchen wir ordentlich italienische Kräuter. Dann brauchen wir noch Tomatenmark, ein gutes Olivenöl und etwas Salz. Und dann die Hälfte des Basilikums und dann mixen wir die Pomodori-Pizzasoße. Ich habe mir hier schon mal Platz gemacht, da ich den Platz jetzt brauche für den Teig. Ich bestäube die Arbeitsfläche, Teig rundwirken und dann rund zu einer Pizza ziehen. Jetzt geben wir die Pomodori-Pizzasoße darauf, verstreichen sie schön. Milchprodukte haben erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt, deswegen verzichten wir heute drauf und benutzen den veganen Reibgenuss von Vemondo. Zum Schluss kommt Olivenöl drauf, da beginne ich am Rand. Öle den Rand so ein bisschen ein und dann einmal quer drüber. Und jetzt kommt die Pizza in den Ofen und falls ihr zu Hause keinen Pizzaofen habt, habe ich den ultimativen Hack für euch. Nehmt ein Backblech, dreht es um, macht es auf die obere Schiene und heizt den Backofen komplett auf. So habt ihr wirklich einen geilen Pizzaofen für zu Hause geschafft. Die Pizza ist fertig, wir garnieren jetzt noch ein bisschen mit Basilikumblättern aus. Mamma mia, hier riecht's wie im Italienurlaub. Und für mehr vegane kulinarische Inspiration abonniert den Kanal, lasst ein Like da und wir sehen uns nächste Woche.